Hallo, hier ist wieder. Ja, fast hat das Robert natürlich mit Geschichten aus der Geschichte. Und heute, ja, da besuchen wir Eltville. Schön gelegen. Ja, hier. Das liegt in Hessen, grün markiert, nach heutigen Grenzen natürlich, am Rheine. Und etwas genauer. Im Kreise Rheingau-Taunus, hier rot markiert am Rhein, nach heutigen Grenzen. Was heißt denn das immer? Kommen wir gleich dazu. Wisset noch, dies ist ein Beitrag der Serie 8. Es gibt derzeit folgende Serien mit eigenen Beiträgen. Schaut bei Gelegenheit doch mal rein. So, nun aber nach einer heutigen Kreiskarte die Lage von Eltville. Jawohl. Grün markiert die Grenze, Wiesbaden liegt noch nebendran, nur der Vollständigkeit halber. Und früher, da war das berühmte Rheingauer Gebück. Ein Territorium des Erzbistums Mainz, fest in dessen Hand. Eltville, die Amtsstadt in diesem Gebiet, stark befestigt. Ja, und hier sehen wir, dass, naja, das ist etwas grün, naja, lass doch wachsen. Ab dem 18. Jahrhundert natürlich klassizistisch in verschiedenen Formen, doch. Wir besuchen erstmal weit in der Zeit zurück die Burg Krass, die liegt hier. Weit in der Zeit zurück. Ja, ja, sehr weit da hinten, da ist er. 11. Jahrhundert. Gegründet als Schutz- und Zollburg für den Erzbischof von Mainz, der das Gebiet inzwischen fest in seinen Klauen, seinen Besitz hatte. Die Burg wurde im Dreißigjährigen Krieg, 17. Jahrhundert, etwas mitgenommen, aber dann wieder aufgebaut. Und unlängst als Tagungs- und Restaurantzentrum restauriert vom Bergfried. Ein schöner Blick zum Beispiel auf die Königsklinger Au mit prachtvollen kleinen Schlösschen. So, jetzt gehen wir aber zur Burg des Erzbischofs selbst. Requisite macht, ja, sehr schön, das ist jetzt das. Sie wird im Moment etwas restauriert. Die Burg im 14. Jahrhundert, so nach 1332, stark ausgebaut, früher war es nur ein kleines Ding, man hatte ja die Burg Krass vorher. Seht, weite Gräben, denn die Stadtrechte waren 1332 erwirkt worden. Und hier haben wir ein Burgmannengebäude von 1682. Und saget uns, Herr Gutenberg. Der Gutenberg? Natürlich bin ich das. Hofmann von Kurfürsts Gnaden. Ja, Erzbischof. Er war auch gleichzeitig Kurfürst. Oh, entschuldigt. Natürlich. Deswegen klopfen wir doch einmal an. Und fragen die bischöflichen Schreiber und Gesandten, wie das denn war. Naja, das war einfach so, dass die drei Erzbistümer, die aus der römischen Zeit hervorgegangen waren, Erzbistümer erst später, und dann in Franken natürlich, besonders aber das Erzbistum Mainz und der Erzbischof Willigis einen ganz bedeutenden Sprung nach vorn gemacht hat. Durch die Veroneser Schenkungen. Da hat dieser bedeutende Erzbischof, der Beicht- und Erziehvater von drei Königen, der Ottonen war, ganz viel Macht und Gebiete erhalten. Natürlich nur, um sie nicht in falsche Hände fallen zu lassen. Ja, und so wurde dann auch Eltville, das eigentlich Alter Villa heißt, hochgelegener Ort, seit der Römerzeit, Amtssitz und Ausweichresidenz. Doch seht hier, eine prächtige, das ist aber reich verziert, natürlich, eine Pressspindelkelter. Aus dem Jahre 1727, Wein eine der Haupteinnahmequellen. Ja, doch nun wollen wir mal in die Gebäulichkeiten der Burg schauen. Konnte der Graben denn geflutet werden? Bei Hochwasser ja, ansonsten nicht. Daher eben der Name Alter Villa aus der römischen Zeit, jetzt Eltville genannt, hochgelegener Ort. Doch seht, umfangreich, man nennt Eltville heute auch Stadt der Konsolen, nein, der Rosen. Aber das sind Konsolen, richtig. Früher der Wehrgang um die Burg herum, man konnte auch in den Graben schießen. Hier haben wir ein restauriertes Stück mit Schussfeld auf den Rhein. Da waren manchmal die Hessen, manchmal der Pfalzgraf. Doch sieht, schöne Versteinerungen im Sandstein. Für Kunst und Geschmack hat man auch etwas übrig. Yeah. Ja, es diente also die Burg Eltville
prächtig ausgebaut als Nebenresidenz der Erzbischöfe. Bis ins 15. Jahrhundert hinein. Viele Burgmannen waren nötig und noch mehr Diener. Doch nun wollen wir eilen und schauen ein wenig hier am Rheine entlang zum Gebiete des einstigen Martinstor. Wie gesagt, im 18. 19. Jahrhundert hier, ein gebäuliches aus dem Jahre 1888. Da war das dann vorbei mit dem Erzbistum und Eltville und so. Aber es gibt noch viele Gebäude aus der Zeit der Renaissance. Das meint dem 15. und 16. Jahrhundert. Ja, da sehen wir nun das Martinstor, ein Torturm. Da sind noch die Schlitze für das Fallgatter, das aus spitzem Eisen bestand. Ja. Und Doppeltoren natürlich. Ja, ein Wappen ziert. Und als Deckenschlussstein mit Kreuzrippengewölbe. Die alte gotische Bauart. 14. Jahrhundert eben. Nun, zahlreiche Gebäulichkeiten. Einmal für die Dienstmannen des Erzbischofs. Dann natürlich, um ein wenig Ordnung in der Stadt zu halten. Es gibt große und kleine Gebäulichkeiten und sehr viel Fachwerk. Hier sehen wir im 16. Jahrhundert erbaut und das Fachwerk zu großen Teilen noch original. Wir gehen weiter, erreichen den Marktplatz und die Kirche St. Peter und Pauli aus dem 11. Jahrhundert auch. Kunde zeigt, doch mit der Erhebung Eltvilles zur Stadt im 14. Jahrhundert wurde auch die Kirche neu und prächtig ausgebaut. Größer, im gotischen Stil, wie man diese Bauperiode nennt, aus heutiger Sicht. 14. bis 15. Jahrhundert, das frühe 13. dürfen wir nicht vergessen. Doch die Pracht, seht, natürlich, wenn der Erzbischof hier weilt, und er waltet des Öfteren hier, weil Mainz war da mal so eine Großstadt, ha, hier war Ruhe und Frieden. Doch eine Kostbarkeit hat es hier. Ja, leset, 1520, da wurde dieser Ölberg gestiftet, original. Ein Meisterwerk der Steinmetzkunst. Schaut, die Ausdrucksweise. Wie eingefroren. Ja, die Steinmetzer hatten eben was drauf. Auch innen das Taufbecken. Herrlich. Plastisch. 3D fast, kann man sagen. Die Umschrift. Die Inschrift. Die Kirche prächtig ausgemalt. Ein bisschen restauriert natürlich. Kreuzrippen und Schlusssteine in den Gewölben. Eben. Des Erzbischofs würdig, nicht ganz der Mainzer Dom, aber naja, immerhin, man macht das Beste draus. Hier, 1527, da wurden diese Ausmalungen angebracht und noch heute erinnert die Jahreszahl daran. Ja, es walten natürlich auch viele edle Ritter und andere Kaufleute vor allen Dingen mit edlem Geld, ja, und gar mancher auch aus dem Mainzer Domumfeld liegt hier begraben, denn man hatte hier sein kleines Häuschen, ebenso einen, naja, Sommersitz, nicht, und eigene Kapellen zum Grabe, im ehemaligen Kirchhof, der die Kirche umgab. Kennt ihr links? Ja, Haus Habsburg, da hat's auch einen Familienvertreter. Nun ja, schauen wir noch nach Retrosteil, wie man das nennt, 19. Jahrhundert, finden sich auch echte alte Gebäulichkeiten, also vom Baustile her findet man in Eltville alles. Anno 1365, zumindest im Kern, wie es so schön heißt. Doch hier haben wir eine Besonderheit, den Stockheimer Hof, einen Burgmannenhof. Heute Weingut Langwert von Simmern, das sind auch alte Dienstmannen. Also alt von der Zeit, die heutigen natürlich nicht so alt, aber immerhin. Oh, hier, jawoll. Da stand einst das Haus von Friele Gänsfleisch. Der wohnte hier von 1437 bis 47. Manche sagen auch 34 bis 47. Wie auch immer. Gänsfleisch? Ja, Gutenberg. Der nannte sich später Gutenberg, aber ursprünglich hieß er Gänsfleisch. So, wir kommen weiter. Zum sogenannten Sebastiansturm, 1332 erbaut, als eben die Stadtnennung war und da wurde auch stark befestigt. Es ist stark rekonstruiert, denn wie gesagt, die späteren Ereignisse des 17. Jahrhunderts, seht hier den herrlichen Abtritt mit Kamin nach oben und der Rest nach unten. Hier sehen wir es nochmal, es fiel nach außen, immerhin. Ein Stück Stadtmauer ohne Wehrgang, doch hier ein ganz besonderes Haus, das unsere Aufmerksamkeit bedarf. Der Gasthof zur Krone. Der wurde 1687 auf die Stadtmauer aufgebaut und hinten angebaut.
Eine ehemalige Schießscharte, ein Teil der Hauswand, außen noch die ehemalige Stadtmauer. Durch das Fehlen der restlichen ist das Bild etwas verzerrt, aber man kann sich's vorstellen. Die Löcher, das sind die Balkenlöcher des ehemaligen Baugerüsts. Man ließ es inwendig gleich brennen. Ein kleiner Gang noch durch Eltville. Einfache Leute, es musste ja auch solche geben, die die Arbeit taten. Naja, Gott nun, auch, ne? Und größere Höfe. Wie gesagt, wer etwas auf sich hielt, hatte zum Beispiel hier am Gänsplatz seine eigene Gans. Und naja, nicht ganz, aber immerhin, da wurden die Gänse gehalten, gehortet, getränkt und gepflegt. Der Gänsplatz, doch, wirklich. Und man war in der Nähe des Erzbischofs bzw. seiner Dienstmann. In Mainz war es noch schwerer, an ihn heranzukommen, doch hier ging's. Seht hier, ein Relief aus dem frühen 18. Jahrhundert. Das Haus ursprünglich 1511, etwas restaurierter Kellereingang. Doch seht, Fachwerk mit Malereien. Fachwerk über Eck, individuell gebaut. Das ist ja der schöne Vorteil des Fachwerks. Man kann fast alles draus machen. Ja. Natürlich auch Gebäulichkeiten in Stein aus der Zeit der Renaissance und später des Barock im 18. Jahrhundert. Wir sind am Markt, schwenken ein wenig und finden auch hier große und kleine Gebäulichkeiten. Auch der Backstein des 19. Jahrhunderts ist vertreten. Eltville bietet für Geschichte und Architekturinteressierte wirklich ein breites Feld, obwohl nicht groß. Ihr braucht mindestens einen Tag. Mahlzeiten nicht eingerechnet. So. Abschließend noch etwas zu diesen neuen historisierenden Gebäuden. Ja, die sehen auch sehr schön aus, sind auch sehr gut gemacht. Ja. Mit einem letzten Schwenk, wir sind wieder in der Nähe der Rheinseite, wo wir dann hier ein komplettes Fachwerkgebäude mit schönem Eckerker sehen. Das gehörte auch einem reichen Kaufmann, Weinhändler natürlich. Eine wichtige Handelsstraße führte von Eltville ins sogenannte Limburger Becken nach Norden. Geld also. Oder seht hier, diese kleinen Gebäulichkeiten in Fachwerk giebelständig zur Straße mit mehreren Stockwerken, Hochhäuser fast. Teurer Baugrund. Ah ja, hier, da haben wir einen Hof, den sogenannten Bechtermünzerhof. Das war ein Patrizierhof, ab 1600 um eine Druckerei für Johannes Gutenberg hier eingerichtet. Oder hier. Da haben wir den Lichtensternschen Hof 1689 für den schwedischen Gesandten am Mainzer Hof. Ja, der Erzbischof von Mainz hatte Gewicht. Also auch politisch gesehen. Es sei doch, ja, ist ja, Entschuldigung. Immerhin, abschließend wollen wir hier nochmal reinschauen. Das ist erneuert worden hier, aber in schönem alten Stile. Die Gebäulichkeiten jedoch, wirklich das gelbe Haus, gehörend den Langwert von Simmern, ja, den sind wir eben ja schon mal begegnet. Ja, die sind eben Dienstmannen des Erzbischofs gewesen und haben hier eine prächtige Pressbalkenkelter, gestiftet vom Rentmeister. Also die gibt's hier noch. Ja, ja, natürlich. Da ist noch einiges in Form von Weinreben und Weinstöcken. Vielen, vielen, vielen tausend. Ein kurzer Blick in die Umgebung. Es ist teils Museum, zeigt bestes Fachwerk, teils auch aus dem 16. Jahrhundert. Ja. Einfache Gebäude, solche, die auch komplett in Fachwerk sind. Und mit einem schönen Blumenschmuck zeigt es, dass Geschichte farbig und lebendig ist. Man muss herumreisen, um zu sehen, was noch zu sehen ist. Nun, somit hat diese Geschichte ihren Abgang erreicht. Habet Dank.